Hallo Leute, willkommen bei Anno 1800. Dies ist Teil 11. Und hier haben wir Obreros. Also noch nicht sehr viele, aber es reicht, um eine Hacienda bauen zu können. Und da freue ich mich jetzt einerseits sehr drauf und andererseits gruselt es mich auch ein bisschen, denn die ist wohl ziemlich vielfältig, diese Hacienda. Also einerseits ein großes Gebäude, wo man ganz viel Deko drumrum packen kann. Was ich auch schon gesehen habe in YouTube-Videos oder Streams. Und andererseits soll die aber nützlich sein. Und dann muss man den Platz gut nutzen. Es ist wahrscheinlich wie üblich ein Konflikt zwischen... zwischen zwei verschiedenen Aspekten. Ich glaube, hier wollte ich die hier machen, auf dieser Insel. Nochmal da hinten gucken, bevor ich mich entscheide. Ja, das ist eindeutig kleiner. Gut, denn das weiß ich, die Hacienda hat einen bestimmten Umkreis und in deren Umkreis kann man dann Plantagen und dergleichen platzieren. Und die sind dann produktiver oder brauchen weniger Platz. Und ich nehme mal an, dass uns das Spiel das schon alles schön erklärt. So. Der Teufel fordert seinen Tribut. Oh, der Teufel. Schick ihn zum Teufel. Nun gut, ich wollte gerade eine Hacienda machen. Aber da kümmern wir uns jetzt nochmal drum. Die Prüfung. Die Mannschaft wird Zeuge des Blutzolls, den fremde Länder mit sich bringen. Nach einem nächtlichen Festgelage glauben ihre Männer, dass das Treffen mit dem fremden Prinzen und seinem seefahrenden Gefolge der Höhepunkt der Reise war. Jedoch beginnt der Morgen mit der Kunde vom plötzlichen Tod eines Mitglieds des Hofstaats und ihre Mannschaft steht sofort unter Mordverdacht. Der Prinz fordert eine Kampfprüfung und ihren Männern bleibt keine Wahl, als die Herausforderung anzunehmen. Tja, so war das damals noch. Da hat man manchmal gekämpft, um herauszufinden, was die Wahrheit ist. Nach dem Motto Gottesurteil. Also schauen wir mal. Da haben wir nicht genügend Ausrüstung. Wir können aber unseren besten Schützen für ein Pistolenduell schicken. Und den klügsten Offizier zu einer Prüfung der Weisheit schicken. Das wäre eigentlich das Richtige. Aber wir sind nicht schlau genug. Also schicken wir den Schützen. Und Intermesser. Uiuiuiuiuiui. Schnelligkeit gehört nicht zum Wortschatz ihres Wunderschützen. Der Duellant des Prinzen sieht aus wie jemand, der Gräber füllt, die er niemals aushebt und ist der schnellste Schütze, den ihre Seeleute je gesehen haben. Ihr bester Schütze ist tot, bevor er auch nur den Griff seiner Pistole zu fassen bekommt. Da der Prinz die Strafe jedoch für zu gering erachtet, wählt er zufällig Männer aus ihrer Mannschaft aus, um sie hängen zu lassen. Oje, oje, oje. Merke dir eins, zeche nie mit einem Prinzen. So. Nun ja, was bleibt uns anderes übrig? Das ist diese einfache Rettungsmission. So. Ah. Und hier sehen wir den Umkreis. Aber das betrifft nur die Gebäude, die bei der Hacienda sind. Die Felder von den Gebäuden können darüber hinausragen. Das heißt, es macht wohl Sinn, dass man da schon noch rechts und links möglichst viel Platz lässt, um da zum Beispiel die Felder unterzubringen. Zumindest interpretiere ich das so. So. Jetzt ist die Frage, brauchen die einen... Den großen Gönner leibhaftig zu treffen, ist ein solches Privileg. Wenn ich irgendwas für sie tun kann, egal was, sagen sie es einfach und ich begebe mich unverzüglich ans Werk. Oh ja, wie war nochmal ihr Name? Herr
Schmeichler? Oder wie, ne, irgendwas mit Schleim, glaube ich. Nun ja, es tut mir ausgesprochen leid, ich habe Ihren Namen vergessen, mein lieber Herr Chefredakteur. So. Ah ja, sie braucht Straßenanschluss. Genau, das habe ich mich nämlich noch gefragt. Braucht man Straßenanschluss überall? Ja, keine Anbindung an den Hof, Hafen. Gut, das können wir, glaube ich, hier irgendwie hinkriegen. So. Steinstraße? Nee. So weit sind wir hier noch nicht. Wir haben zwar eine Hacienda, aber eine Steinstraße. So. Also, machen wir hier von der Mitte ausgehen? Nee, ich glaube, das ist prinzipiell immer ungünstig. So. Na, wir könnten die Straße einfach hier rüberziehen. Und dann von hier aus, da mitten im Wald gibt es nämlich schon eine Straße. So. Und jetzt müsste die Hacienda diesbezüglich zufrieden sein. Jo. Wir können sie ja hier mal so ganz einmurmeln mit Sträßchen. So. Gut. Und was machen wir jetzt? Hacienda-Infrastruktur. Entspricht wohl einem Lagerhaus unter anderem. Und wir können Richtlinien erlassen. Aber ich denke mal, das ist was für fortgeschrittene Hacienderos. Hier, Hacienda-Module. Hacienda Pflaster, Weg, Unterkünfte für Journaleros, Unterkünfte für Obreras. Ah ja, die Obrera ist ja eine Dame, genau. Okay. Hacienda Lagerraum, Hacienda Farm. Okay, und dann kann man mir auf der Hacienda Farm Zuckerrohr, Mais, Kautschuk, Kartoffeln, Gewürze Admiral, und Getreide anbauen. Admiral! Nun, gut. Der Inspekteur. Ich hoffe doch wohl sehr, dass Sie nichts zu verbergen haben, schmunzelt der königliche Inspekteur, während ihm seine Soldaten aus dem Ruderboot an Bord helfen. Seemänner zucken zusammen. Ihr Schiff verstößt mit Sicherheit gegen das Gesetz Ihrer Majestät, da es in demilitarisierte Gewässer eingedrungen ist. Aber, meine Lieben. Das ist jetzt die zoologische Expedition, die sowieso mit mir wenig Moral gestartet ist. Aber wir haben noch ein bisschen was übrig. Also wir können ihm und seinen Soldaten drohen. Da haben wir plus 15%. Oder wir können ihn von der Inspektion abbringen. Da haben wir leider nur 10%. Aber ich würde trotzdem dazu tendieren. Was meinst du denn? Ihm ein bisschen Bier geben und den Soldaten auch ein Fass Rum hinrollen? Hm? Nee, kein Rum an Bord. Also Bier? Immer noch schlechtere Chancen als Drohnen? Meinst du ehrlich? Drohnen? Du guckst so streng. Du findest das beides auch nicht gut. Ja, das kann ich nachvollziehen. Wir probieren es. Wir kämpfen, falls nötig. Ja, da guckt er aber tapfer. Oh, eine Belohnung entdeckt. Die wir wieder nicht mitnehmen können, weil unser Schiff nicht genug Lagerraum hat. Die Lippe des Inspekteurs zuckt. Ich flehe Sie an, sagt er. Ich habe ein Geschenk, wenn ihr uns nur verschont. In der Tat wird das Geschenk wie versprochen an Bord gebracht. Doch erst als der Inspekteur und seine Soldaten verschwunden sind, wirkt die Lage sicher genug, um die neue Errungenschaft in Augenschein zu nehmen. Sieht ja sehr hübsch aus.
Oh, eine Jadeperle. Und sie steigert die Attraktivität um 30. Man könnte sie für fast 25.000 Dollar verkaufen. Oh. Das weiche grüne Leuchten dieses polierten Edelsteins lässt den kaiserlichen Osten wieder aufleben. Dieses kleine Ding könnt ihr nicht mehr transportieren. Wir gucken mal. Nee, keine Chance. Tja, weißt du was? Wir brauchen größere Schiffe. Große Schiffe mit vielen Itemsplätzen. Aber ich glaube mal, das ist kein Itemplatz, den man Item, das man hier unterbringen kann. Wir bräuchten also auch 6 Lagerräume. Das wär's doch. Hm? Und jetzt schmeißen wir das mit einer Träne im Auge über Bord. Hab schon Schlimmeres gesehen. Ja, da hast du auch wieder recht. Gut, also jetzt sauf vor allem zum Trost und dann geht's weiter. Okay, wir haben hier also die Hacienda Farmen. Mal gucken. Hier können wir Kaffee anbauen, also normalerweise. Aber die Hacienda Farm hat keinen Kaffee. Aber die hat die Sachen, die man so... Wir wären dann soweit. Ach du Mensch, nerv doch nicht ständig. Destillatsknappheit? Was, ist der Schnaps schon wieder knapp? Dabei habe ich doch erst eine neue Schnapsfabrik gebaut. Schlimm, schlimm, schlimm. Ich danke Ihnen für das Vertrauen, Direktor. Ja, spar dir das. Du machst Mücken aus Elefanten. Tja, das muss mir mal einer nachmachen. Eine Hacienda-Brauerei. Das ist doch cool. Da kann man Rum, Atole, Schnaps und Chili-Soße herstellen. Chili-Soße finde ich ja toll. Und was ist Atole? Wird bestimmt anders ausgesprochen. Bestimmt wollen die Obreros gerne Atole essen, trinken oder essen eine Brauerei. Also trinken. Und gucken wir mal. Und das ominöse Düngewerk, was die Attraktivität senkt. Oh, und man braucht eine Dampfmaschine und Stahl. Gut, das ist was für die Zukunft. Bis es soweit ist, müsst ihr mit normalem Kompost auskommen. Ihr wisst ja, wie es geht. Also gut. Pflaster, Weg, teuer, beides... Tja, das eine ist wohl mit Rand, das andere ohne. Ich mach mal hier Hacienda Weg. Ah, da muss ich den anderen Weg erstmal wegmachen. Sorry, Leute. Gerade erst hingemacht. Aber wir haben hier was Besseres im Angebot. So. Den einen lassen wir erstmal. So. Ja, das sieht doch gleich viel gepflegter aus. Sehr schön. Und mal gucken, dann mache ich das hier auch mal weg. Ich will ein bisschen mehr weg. Du bist jetzt ein Kapitano. So. So. Und? Seid ihr immer noch zufrieden? Das ist gut. Ja, vielleicht sollten wir uns ein bisschen Deko im Vorplatz gönnen. Ein bisschen. Wo man hier schon die Deko-Möglichkeit hat. Ah, das heißt hier die Deko-Sachen werden hier nicht angeboten.
sondern nur die Vernünftigen. Ich lasse natürlich auch Obreras und Jornaleros da einziehen. Soweit ich weiß, können in diesen Unterkünften mehr Leute auf gleichem Platz wohnen. Das heißt, es ist eine platzsparende Methode. Gut. Und die Dekos gibt es dann hier. Also ein Springbrunnen muss ja sein. Oh. Mal drehen. Alle stehen bereit. Schon wieder? Also, aber einen Springbrunnen haben wir schon mal. Oh, ah, sträubende Schrecken. Oh jemine. Aber Leute, was ihr alles erlebt. La Isla de los Muertos. Die Insel der Toten. Man sagt, die Insel der Toten sei in Wahrheit gar nicht tot. Eine Legion aus Skeletten soll die auf ihr verborgenen Geheimnisse bewachen. Auf der Insel thront ein gewaltiger Felsen, der aussieht wie ein Totenschädel. Zumindest, wenn man die Augen etwas zusammenkneift und den Kopf zur Seite neigt. 50 Meter hoch ragt der Felsen aus dem Wald empor, durchlöchert von Höhlen, die wie zahlreiche Augen erscheinen. Der klaffende Mund am Fuße des Gesteins könnte wagemutige Entdecker zu wertvollen Kostbarkeiten führen. Vorausgesetzt, man ist mutig genug, ihn zu betreten. Nur weil es gruselig aussieht, muss noch kein Schatz dort sein. Also, all die Abenteuergeschichten, die ihr als Kind so geliebt habt, jetzt könnt ihr sie selber erleben. Da wäre gut gewesen, wenn man ein bisschen Glaube dabei gehabt hätte. Und dies hier... Keine Fertigkeiten nötig, nur ihre Wahl zählt. Wisst ihr was, Jungs? Fahrt mal einfach weiter. Die Mannschaft bedauert, sich ein Abenteuer entgehen zu lassen. Zuerst sind alle erleichtert, nicht gegen eine gruselige Armee aus Skeletten kämpfen zu müssen, die den Legenden zufolge in dem schädelförmigen Felsen lauert und mit Geisterruhm in der Hand zähneknirschend ihrem Leben aus Menschen aus Fleisch und Blut nachtrauert. Den Legenden zufolge. Aber was wissen ihre Männer schon? Sie waren ja nicht da. So ein Pech. Und abgesehen davon, wenn wir was gefunden hätten, was auch noch nur so groß wäre wie ein kleiner Edelstein, hätten wir es sowieso wegschmeißen müssen. Also Leute, damit müssen bleibt wir tapfer. Leben. Oh, oh, oh. Gut, ich sollte keine kleinen Boote mehr auf Expedition schicken. So. Und hier ist ein Blumenbeet. Oh, das ist bescheiden. Vorgeschlagen, gleich zwei zu machen. Und hier machen wir, da machen wir Hacienda Palmen. Kann man dann Lust wandeln? Ein Hacienda Heuhaufen. Hacienda Kacheln. Was haben wir hier? Ein Schuppen. Ein Kistenstapel. Na, damit können wir so... Lücken füllen. Und hier ist ein großes Hacienda-Eingangstor. Das haben wir ja eigentlich da schon. Und ein kleines Hacienda-Eingangstor. Vielleicht hätten wir das hier hin machen können. Mal gucken, das kleine meine ich. Gucken, wie das aussieht. Mal drehen. Oh, das ist mit Tür. Nee, wir wollen das hier schon offen und weitläufig machen. Und dieses große, das ist vielleicht ganz schön. Das machen wir erstmal dorthin. Und später, wenn wir expandieren, oder wir gucken hier einfach den Umkreis an
und machen die Straße bis dorthin. Also erstmal abreißen. So. Und dann aber zügig wieder neu. So. Damit die nicht heulen müssen, dass sie keine Straßenanbindung haben. So, Leute, ist es schon erledigt. Und jetzt packen wir hier das große Hacienda-Eingangstor hin. Aber man muss natürlich richtig rum sein. Nicht, dass es dann als Ausgangstor bewertet wird. So. Oh, das sieht schon Hacendados y Hacendados. Ganz schick. Kommt zusammen und hört die Geschichte von der großen Maisfäule von 1702. So, weiß man genau, hier nähern wir uns der Hacienda. Jawohl. Gut. Vielleicht mache ich hier einfach erstmal so ein bisschen Platz. Das wäre so ein bisschen trist. Vielleicht noch mehr Blumen. Man könnte vielleicht auch normale Deko-Sachen machen. Die gehen also aber die passen rein, für einen Nachmittag lang. Und wenn sie rauskommen, gibt es einen neuen Erlass, den wir befolgen müssen? Ich glaube, ich werde einer ein Erlass? Idyllischer Park. Der Teufel fordert seinen Tribut. Ach, ich glaube, ich sollte keine zwei Expeditionen gleichzeitig laufen. Das lese ich jetzt nicht vor. Das ist jetzt. Keine Angst zu vor Splittern. Gut, das war 50%. Hab schon Schlimmeres gesehen. Jo. Gut. Tja, das ist jetzt. Brunnen, wie der aussieht. Unendlich. Aber es ist ja auch eine Hacienda und kein Großstadtpark. Okay. Die Palme wurde durch eine Palme ersetzt. Hier haben wir jetzt ein Philodendron. Bestimmt kriegen wir hier noch schickere Deko. Urwaldbäume. Machen wir nochmal mit Urwaldbäume. Schick. Aber ist rot. Aber wahrscheinlich ist es zu groß. Okay. Warum geht es da nicht hin? Hier. Ja, das könnte man dann auch noch mal als Lückenfüller machen. Ich mache dann hier einfach nur mal eine Palme hin und hier auch noch. Und dann ist das alles schön symmetrisch und hat auch noch einen gewissen Naturbezug. Und dann können sie sich hier ergötzen. Gut. Und jetzt siedeln wir hier ein paar Leute an. Denke mal, die Obreras wollen bestimmt dichter an der Hacienda hausen als die Jornaleros. Aber was heißt hier wollen? Die halten sich für wichtig genug, um das einzufordern. So. Und. Gute Reise, mein Bester. Oder wir machen das so, die Obreras lassen wir hier wohnen und dort, was ja ein bisschen abgewandt ist von dem zuführenden Straßenverlauf, da machen wir die Jornaleros hin. Oh. Kann man rückwärts? Nein. Nicht.
So. Ach so. Gut. Sehr schön. Ein Lagerraum. Wie groß ist denn der? Ah, da haben wir ja alles schon mit Dekozeug zugebaut. Was bringt uns denn der Lagerraum? Wir haben auch nicht genug Steine. Oh, wir müssen Steine produzieren. Ah, da brauchen wir Straßenanschluss. Nehmen wir normales oder Hacienda Weg? Mal gucken, der kostet 3. Der kostet... Ah, der kostet... Oh ja, das ist limitiert. Gleich mal gucken, ob das wirklich limitiert ist. Ja, das ist limitiert. Aber man kann ja sowieso nur eine Hacienda pro Insel bauen. So, jetzt kommen da noch Journalero-Unterkünfte. So. Und die umgeben wir auch nochmal mit einer solchen schicken Straße. So. So. Und dann... Ja, da fehlen die Steine. Die Farmen... Mal drehen, ob man das mit 2 hinkriegt. Ja. Und euch fehlt was? Ich hab doch schon alle Volkslieder gespielt, die ich kenne. Oh, dann fang noch mal von vorne an. Nutzpflanzenauswahl. Jawohl. Da sollten wir jetzt am besten was anbauen, was wir hier nicht wachsen haben. Nehmen wir mal den Zuckerrohr. Das Zuckerrohr. Ja, wir könnten auch Schnaps anbauen. Und Getreide. Alle stehen bereit. Du schon wieder? Wir beginnen mal mit Anbau. Jetzt werden sie jammern, dass sie keine Felder haben. Okay. Oh, oh, oh. Das mit dem übergewichtigen Schiff. Plus 20, plus 20. Wir machen einen Treibanker. Seien Sie unser Leitstern. Ja, aber mindestens. Ich hoffe, ihr findet diese Verunglückten bald mal, damit ihr dann fertig seid. Der Treibanker funktioniert wie vorgesehen. Herr, vergib der Jugend von heute. So. Gut. Also, 64 Felder brauchen wir. Wir müssen das Land erst vorbereiten. Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich guck mal, wie weit ich hier komme. Nach hinten kann man ja ziemlich ausdehnen. Dann machen wir das so. Vielleicht ist es so nicht mal wirklich schlau. Sondern man sollte vielleicht hier so einen kurzen Streifen machen. Und dann noch eine Farm hier so um 1 versetzt hinsetzen. Und dann beliebig weit nach hinten gehen. Und natürlich einen entsprechenden Weg. Aber ich glaube, das sollte man so machen. Tut mir leid, ihr kriegt noch Felder. Keine Sorge. Oh. Ah, nee, ich wollte auf die Hacienda. So. Also noch eine Farm. Und hier machen wir das auch so. Und dann gibt es natürlich noch einen Weg. Ist diese Form der Selbstlosigkeit angemessen? Ja, das ist durchaus angemessen, meine Liebe. Das kann ich auch sehr gut gebrauchen, denn wir haben Kosten, hohe Investitionskosten. Danke, danke. So. Gut. Also. Hola. Hola, genau, genau.
Das hast du sehr fein ausgedrückt. So. Na, vielleicht mache ich erstmal hier die... Oh, auch nochmal Nutzpflanze. Man hat schon schwer. Also mache ich erstmal hier die Felder fertig. Man kann das ja auch noch ändern. Und zwar gehe ich hier auf die halbe Breite von dem. Nee, nicht ganz. Ich mache hier erstmal nur ein Feld und dann... Ja, haben wir gleich geschafft. 64. Wunderbar. So, also haben wir Zuckerrohr. Sehr gut. Und dann nehmen wir erstmal die hier und bauen dann Mais. Könnte man hier auch so anbauen. Aber wir könnten uns hier einfach mal so durcharbeiten. Wobei... Wir sollten erstmal Sachen machen, die man sonst hier nicht anbauen kann. Und Kautschuk... Kautschuk ist, glaube ich, wichtig und beliebt. Wir schlingern ins Ungewisse. Naja, seid aber schon Problem, Kinder. Auch schon wieder. Das Geisterschiff auch noch. Der Aberglaube. Ja, probier's mal. Das ist nicht einfach nur Aberglaube. Oh, oh. Tja. Wie viele sind noch am Leben? Das ist die Frage. Ihre Mannschaft will nicht fortfahren. Also, wir probieren es nochmal. So, auch 64. Gut. Dann machen wir das hier nämlich ganz genau so. So. Jawohl. Und dann bauen wir hier. Das finde ich schon cool. Da hat man die gleichen Farmen für unterschiedliche Sachen. Das ist ja bei normaler Landwirtschaft auch normal. Obwohl man braucht natürlich andere Erntegeräte häufig. So. Gut, und ihr braucht jetzt auch Felder. Gut, da müssen wir gar nicht so weit rausgehen. Man könnte es also irgendwie so versetzt verschlingen, dass die dann am Schluss auf gleicher Höhe landen. Aber ich denke mal, so ist das Ganze in Ordnung. Und hier... Tja, noch Gemüse... Gemüse, Gewürze oder Getreide. Mal gucken. Da stehen ja auch Infos. Also, Dr. Reginald Bosworth, medizinischer Ratgeber der Königin, schreibt: Der Wunsch, scharfe Speisen zu sich zu nehmen, zeugt von einer sprunghaften Persönlichkeit, und Personen, die solches Verhalten an den Tag legen, sollten vom öffentlichen Leben ausgeschlossen werden. Seine Theorien konnten nicht belegt werden. Oder Getreide. Aus Weizen lässt sich sowohl Brot als auch Bier herstellen. In den Augen einiger Nationen der alten Welt ist das eine komplette Mahlzeit. Wir nehmen mal Getreide, denn ich habe gehört, die mögen gerne Bier hier. Aber natürlich brauchen wir irgendwo auch mal was Scharfes. So. Gut. Ja, dann produziert ihr mal schön. Und jetzt hüpfen wir mal in unsere Hacienda rein. So. Das war wohl doch nicht nur Matsch. Ja, da wird fleißig gearbeitet. Die haben immer so tolle Kleider an. Also, das meine ich ernst. Ich finde die toll, solche Kleider. Die sind jetzt hier nicht so schön ausgearbeitet, aber prinzipiell finde ich diese
bunten Kleider wunderschön. Wir gehen auf der Rock da ist schön. Einen Nachmittag lang und wenn Sie rauskommen, gibt es einen neuen Erlass, den wir befolgen müssen? Ich glaube, ich werde Anarchist. Habt ihr immer Angst vor dem Erlass? Vielleicht ist diese Insel ja noch unberührt. Ja, so ganz unberührt ist sie jetzt vielleicht nicht mehr. Die Kinder spielen im Brunnen. Das finde ich gut. Sehr gut. Ja. Das sieht doch hier richtig zivilisiert und gepflegt aus. So Kolonialismus. Und hier haben wir die Obrera-Häuser. Sind die jetzt anders als die anderen? Ich denke schon, aber ein ähnlicher Baustil. Meine Bannerträger betreten neues Land. Meine Familie ist stolz auf mich. Ah, okay, ja, mach du nur. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Ja, die wohnen hier etwas beschaulicher. Heute wird ein neuer Erlass veröffentlicht. Grillabend? Alpaka-Wolle wird ab jetzt vor dem Kauf durch einen königlichen Inspekteur auf Lausche. Er ist, seid gewappnet, aber vom Grill kann man nicht sehen. Da hinten wird gestritten oder einfach getanzt und gefeiert. Ein bisschen gestrickt. Aber da sollten wir uns nicht einmischen. Schöne Blumen. Hast du so lange geschlafen? Und hier sind jetzt die Felder. Okay, ist das hier das Zuckerrohr? Dies ist die Vermählung von Himmel und Erde. Ja. Cool, ich finde das irgendwie cool. Die Grafiken von den kleinen Männchen sind zwar schon ganz klar zu erkennen, dass das nicht für die große Auflösung gedacht ist. Aber es gefällt mir trotzdem, hier bei diesem Gewusel einfach mal mit dabei sein zu können. Üppiges Getreide. Mitten im Busch. Wie kann man hier noch lang gehen? Da kann man lang gehen. Keiner will das machen. Ist auch zu öde. Ja, sowas. Und das ist hier wohl der Oberaufseher. Es ist unmoralisch. Die reden die ganze Zeit ohne mich, weil ich hier beschäftigt bin. Aber die wollte bestimmt wieder irgendeine blöde Aufgabe von mir haben, die ich sowieso nicht erfüllen werde. Ja. Wie ein Speedbreaker? Oder ein gefällter Baum? Hier. Du solltest deine Haare hochbinden, bevor du den Mist wegkaufst. Die sagen heute schon lustige Sachen. Guckt euch das doch an. Was für ein Prachtgebäude. Ich finde es schon cool, dass sie der neuen Welt irgendwie ja, mehr Inhalte gegeben haben. Beziehungsweise mehr Inhalte geben werden. Denn die nächsten Packs von diesem Jahr, die werden ja auch alle mit der neuen Welt zu tun haben. Das nächste ist ist das cool. Also das nächste wird ja irgendwas mit Luftverkehr sein. Das ist dann so verschiedenste Fluggeräte, die man nutzen kann, wie den Pendlerkai in der alten Welt, um irgendwie Arbeiter hin und her zu verteilen. Oh, da ist der Eingang.
Ah, gefällt mir hier. Und danach kommt noch eine neue Gesellschaftsschicht hier in die neue Welt und größere Inseln. Und die werden dann praktisch an diese bisherige Karte angedockt, sozusagen. Die kann man dann neu entdecken. Ach, das ist doch fein. Hier kommen sie zur Hacienda. Im Bau. Und wir müssen uns mal umsteigen. Ja, ich mache aber mal Schluss mit dieser Folge. Und in der nächsten Folge schaue ich mal, wie wir hier an Steine rankommen, damit wir hier auch noch Lagerhäuser bauen können und die Hacienda weiter aufbauen. Ach, das ist eine Wonne. Und ja, dann gucken wir auch auf den anderen Inseln, dass wir dann auch in den Hacienda-Status gelangen und machen das dann dort auch. Und machen das Beste aus unseren Siedlungen der neuen Welt. Der Teufel fordert seinen Tribut. Okay, ich sehe schon, der Kapitän braucht mich wieder. Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.